Billig-Intro, denn ich hab noch immer keins. Was zuletzt in Suda Bay 2 geschah. Nein, White Cake, nein! Und jetzt die Fortsetzung. Die Kolonie Suda Bay 2 breitet sich aus, die Straßeninfrastruktur wird besser und Dr. Altmann, der Chef des Ganzen hier, hat endlich seinen Durchbruch in menschlicher Genetik und beginnt nun mit dem Aufbau eines zweiten Labors, mit dem er irgendwann Experimente an verschiedenen Spezies durchführen kann. All das wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn ihn die ständigen Stromausfälle nicht nach draußen zwingen würden. Aber Alex baut schon so schnell wie möglich neue Solarpaneele und auch die Batterien sollen endlich ihr Upgrade bekommen. Doch just in diesem Moment sieht sich Suda Bay 2 erneut einem Angriff aus dem Weltraum ausgesetzt, denn offenbar will eine KI dort draußen immer noch Rache. Eilig schichten die Einwohner Sandsäcke oder in diesem Fall eher Schlammsäcke auf und Stingray gibt den entscheidenden Schuss ab, der die Selbstverteidigung auslösen sollte. Doch es wird den Leuten sofort deutlich, dass man hier klar unterlegen ist. Die Maschinen stürmen selbstmörderisch über die Straße und ein taktischer Rückzug scheint unumgänglich. Glücklicherweise sind die Kolonisten nur leicht ausgerüstet und können die kleinen Einheiten vernichten, um anschließend das Feuer auf die haushohen Kampfroboter zu bündeln, die bei dem konzentrierten Beschuss sterbend zu Boden gehen. Ein wirklich knappes Ding, denkt sich Taserface, während ihre Gruppe das Schiff vernichtet und anschließend die angeschlagene KI total deaktiviert. So glaubte man jedenfalls. Die Menschen wollten gerade wieder nach Hause gehen, als die Maschinen offenbar mit ihrer letzten Energie eine Art künstlichen Tornado erschaffen haben, der jetzt durch die Basis wütet und dabei mehrere Räume beschädigt und dann eine blutige Spur durch den Tierbereich zieht, die Ernte vernichtet und sich anschließend auflöst. Warum haben wir das verdient, denkt sich Beverly Brusher bitter, als sie sich daran macht, die zerschundenen Tiere notdürftig zu versorgen. Keiner kann ihr darauf eine Antwort geben, denn die meisten sind zu sehr damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen und zu denen zählen auch die Nahrungsvorräte der Dinos, die inzwischen verrottet sind. Auf der technischen Seite fertigt Hiro derweil neue Hightech-Komponenten, während hinter ihm die Werkhalle hoffnungslos überfüllt ist, aber irgendwo muss man ja die ganzen erbeuteten Waffen, Klamotten und Werkstoffe unterbringen. Was auch für die Nahrungsmittel gilt, denn hier steht die nächste Erweiterung an. Ebenso wie das neue Labor, was Altmann plant und wo er keine Kosten scheut, auch wenn die anderen Mitglieder die Stirn darüber runzeln, das wertvolle Titanium für den Bau von Wänden zu verwenden. Doch noch mehr sorgen sie sich über diese seltsamen Maschinen, die sich strikt nach Anleitung bauen sollten und die genau so aussehen, wie man sich das aus einem düsteren Labor vorstellt. Dafür sind also wohl die hellen Wände da, damit das alles eben viel netter aussieht und nicht so wie aus einem klischeehaften Labor. Doch der gute Mann hat sich verausgabt. Er muss sich inzwischen entscheiden, das Raptorenprojekt weiterverfolgen oder sich auf die ganzen Tiere hier konzentrieren, die... Oh, sie werden bereits geschlachtet. Nun denn, damit liegt das Projekt wohl bis auf Weiteres auf Eis und die Kolonisten können endlich die Küche ausbauen, denn viele von ihnen freuen sich schon darauf, dass sie eines Tages frische Brötchen für alle bekommen können. Als Reaktion auf die immer heftigeren Angriffe haben die Siedler zumindest jetzt endlich mal alle Körperpanzer und Helme zusammengesucht und hier in der Krankenstation ordentlich aufgereiht, damit man sich im Notfall nicht mehr durch die halbe Werkhalle wühlen muss oder dem Feind mit T-Shirts entgegentreten muss. Kurz darauf beraumt Taserface eine Notfallsitzung im Gesellschaftsraum ein, denn einer der neuen Rekruten hat sie davor gewarnt, dass wahrscheinlich schon bald ein neuer Angriff der Eingeborenen bevorsteht. Hiro wollte gerade etwas anmerken, als schon der Alarm losging und die Mitglieder eilig nach draußen strömten. Und was für ein Angriff. Eilig schnappt man sich die Rüstung und Waffen und bereitet sich auf das Schlimmste vor, denn der Gegner ist zu allem fähig. Immerhin reiten sie auf Superwildschweinen und Elefanten und sogar auf Schafen und jemand namens Purple schleppt sich tatsächlich sogar auf einem Leguan in die Schlacht. Mein Gott, das arme Tier. Können wir das so zeigen? Ja? Okay, gut. Die Krieger schwärmen dabei um Suda Bay 2 und suchen nach einer Schwachstelle, aber die Mitglieder machen sich da...
Ah, fuck, da war ja noch die Lücke für die Holzfäller, was die ganze Lage jetzt verkompliziert. Beide Parteien stürzen wildschreiend aufeinander. Wut und primitive Waffen auf der einen Seite, Wut und 800 Schuss die Sekunde auf der anderen. Nun, man muss hier nichts beschönigen. Die vorderen Eingeborenen fallen wie die Fliegen, während der Großsaal versucht, sich durch den Engpass gleichzeitig zu pressen. Und wäre das jetzt hier ein Film, dann würden die armen, unterlegenen Eingeborenen wohl gewinnen. Aber das sind die Randwelten und da zählt bloß nackte Gewalt und ihre Flucht war unausweichlich. Anschließend das übliche Leichengefledder und die Versorgung der Überlebenden, die schon kurz darauf den ersten Ausbruchsversuch unternehmen, den die anderen mit kalter Gleichgültigkeit niederknüppeln. Zumindest Stingray freut sich, weil er zuerst Knochen brechen durfte, nur um sie ein paar Minuten später selber wieder zu richten. Ja, so lernt man eben am besten Medizin. Es wird mal wieder Zeit, sich der Normalität hier zu widmen. Etwa der neuen Küche, bei der Gordon Ramsay vielleicht Albträume bekommen würde, aber die den Ansprüchen der Leute hier vollauf genügt. Gelagert werden sollen dabei hier die Tiere, hier das Fleisch, pharmazeutische Pflanzen und hier sonstige Nutzpflanzen, etwa Reis oder Kartoffeln. Hier vorne sind dann alle Arbeitsstationen inklusive einer Kurzlagerung für den direkten Zugriff und auch medizinische Produkte wie etwa Alterungspillen werden direkt hier produziert. All das hier ist sicher alles andere als perfekt, aber das ist auch keine Gruppe aus flüchtigen Gourmetköchen, sondern eben Forscher. Und die mischen gerne mal witzige Muntermacher in das Gefangenenessen, denn nur so kann man beobachten, wie die Leute darauf reagieren. Nämlich sehr gut. Nachdem der Zwischenfall vorbei ist, wird das Opfer auf den Fleischberg hier geworfen und die Kolonisten bereiten sich bald auf den Nachwuchs der Raptoren vor, der bald schlüpfen wird. Die ersten Experimente mit den Alterungspillen sind damit äußerst erfolgreich, denn der erste Nachwuchs des Raptorenpärchens Leon und Bärbel verdoppelt noch in seinem Nest seine Größe. Ein paar Meter weiter muss der letzte überlebende Crocodile akzeptieren, dass seine Organe nun unter den Kolonisten verteilt werden. Besonders Lauren freut sich darüber, dass sie so ihr hässliches Asthma langsam loswerden kann, denn sie darf sich endlich über einen frischen neuen Lungenflügel freuen. Dieser Alltag tut Suda Bay 2 tatsächlich sehr gut. Keine wilden Tiere, die die Siedler in Stücke reißen wollen, keine Eingeborenen und auch keine Roboter, die gnadenlos hier landen und alles töten wollen. Nein, es ist tatsächlich ein sehr schöner Tag, besonders für Dr. Altmann, der bei der Geburt seiner Zöglinge dabei sein darf und er muss sich tatsächlich die eine oder andere Träne dabei wegdrücken. Es ist ein wunderbares Gefühl, wie die jungen Babys um ihn herumwuseln, etwas an ihm herumknabbern und ihm wird auf einmal klar, dass seine Killerarmee aus Raptoren nun in greifbarer Nähe gerückt ist. Aber im Moment sind sie so richtig süß und spielen schon draußen im Wald miteinander und entdecken die Welt mit ihren eigenen riesigen Kulleraugen. Leon und Bärbel achten darauf, dass ihr zahlreicher Nachwuchs auch das Futter hier findet und sie freuen sich darüber, wie sie sich an den Überresten zu schaffen machen. Ihr Appetit ist großartig und Beverly beginnt bereits damit, die Jungen zu sozialisieren, denn niemand hat ein Interesse daran, dass die Tiere eines Tages Futter und Härchen miteinander vertauschen. Sehr hilfreich ist dabei ihre Erkenntnis, dass ein bestimmtes Protein in der Nahrung der Siedler und der anderen Tiere die Raptoren denken lässt, dass alle zu einer großen glücklichen Familie gehören, die man bitte nicht angreift. Noch am gleichen Abend bittet er das Team für eine kleine Party in den Gesellschaftsraum und es stellt sich heraus, der Mann ist ein Fan von Computerspielmusik. Ist urheberrechtlich inzwischen kein Thema mehr, brüllt er über den Bass hinweg. Getränke werden geteilt und alle wippen im Takt zu dieser seltsamen Musik. Menschen brauchen eben auch mal Erholung und nach diesem tollen Abend gibt es neben einem Forschungsdurchbruch auch den Startschuss für eine Erweiterung von Suda Bay 2 gewissermaßen nach Süden. Bäume müssen weichen und anstelle eines stinkenden Sumpfes kommt jetzt erstmal ein wunderschöner Beton hierhin, denn das spart das Unkraut jeden. Auf der anderen Seite hat die Geburt der Raptoren den Fleischverbrauch extrem in die Höhe getrieben und inzwischen weiß Beverly, dass Jungtiere viel mehr fressen als vorher angenommen und hier sind nur noch wenige Überreste übrig.
Auf der zwischenmenschlichen Seite hat Hiro inzwischen einen KI-Chip fertiggestellt, der extra für Crab und deren kaputtes Gehirn entworfen wurde. Und das Thema mit dem Futter für die Raptoren ist jetzt offiziell Problem Nummer 1 geworden, denn es ist keins mehr da. Alex wird mit seinem Katana losgeschickt, um ein paar Großvögel zu jagen, was man halt mit einem alten japanischen Langschwert so macht. Und Cambia hilft mit, aber das lieber mit einem Maschinengewehr, denn dieses riesige Rudel aus, was auch immer das für Tiere sind, dürften für einige Tage reichen und die jungen Raptoren stürzen sich hungrig drauf. Die Basenerweiterung geht derweil weiter und etliche Tonnen Zement werden eingesetzt, um das Gelände endlich nutzbar zu machen. Es gibt zwar noch diverse Tümpel hier, aber das ist alles nur eine Frage von Monaten. Doch Zeit ist manchmal auch kritisch und man wendet nun die Alterungspillen auf alle Jungtiere an, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Und langfristig ist geplant, dass die Tiere über Geflügel versorgt werden sollen, sofern sich keine bessere Nahrungsquelle findet. Und dazu werden die ersten Hühner, Enten, Truthähne in diese wundervolle Halle hier eingepfercht. Das Gelände für die Raptoren wird ebenso erweitert und Dr. Altmann berechnet den notwendigen Ressourcenbedarf, um seine Raptorenarmee auszurüsten. Denn, das hat er keinem gesagt, er will diese Tiere noch aufbessern. Für den Ernstfall. Eine gute Gelegenheit ergibt sich dabei ein wenig später, als ein Händler seine Waren über das Intercom anbietet und Dr. Altmann eine Reihe von Nutztieren einkauft, damit die Mitglieder von Suda Bay 2 mal wieder richtig lecker essen können. Denn ein richtig gutes Steak gab es hier schon länger nicht mehr. Die Tiere merken dabei schnell, dass das hier kein Streichelzoo wird und die Raptoren sind froh, dass sie auch was abkriegen. Ein Zwischenfall überschattet dabei die Basis. Während nämlich ein Honigdachs eine der gekauften Katzen angreift, was Honigdachse eben so machen, und Crab dem armen Tier helfen will, kommt Arvin angelaufen und schießt aus 30 Metern aus der Hüfte auf den Dachs und nimmt dabei in Kauf, dass sich Crab eine Kugel im Kopf fängt. Danke, Arvin. Vielen Dank. Nachdem nun die Küche ein neues Layout erhalten hat, wird auch die Werkhalle an die neuen Erfordernisse angepasst und Crab bekommt nach langem Zögern das erste KI-Gedächtnisimplantat der Kolonie verpasst. Denn zum Glück war der Vorfall mit Arvin nicht weiter schlimm. Die Operation ist erfolgreich und parallel dazu setzt Beverly die ersten bionischen Verbesserungen in den ersten Raptor ein, der entsprechend gekennzeichnet wird und an dem man beobachten will, welche Auswirkungen das auf seine Akzeptanz in der Gruppe haben wird. Derweil geht's dem Geflügel hier unten wirklich gut, wenn man bedenkt, dass es nie wieder das Tageslicht oder Gras sehen wird. Und wenn es sogar den Hühnern gut geht, dann kann man sich auch wieder dem Straßennetzwerk widmen. Denn niemand will, dass handelswillige Besucher knietief im Schlamm stecken bleiben und die Leute kommen gut voran. Auch das ist eine kleine Party wert, denkt sich DJ Altmann, der wieder seine besten Platten auflegt. Ja, so ein wenig gesellschaftliches Leben tut allen gut und gibt einem auch die innere Stärke, sich gegen eine Horde aus Rhinos zu wehren, die offenbar mit ihrer eigenen Ernährung unzufrieden sind und wütend nach Suda Bay drängen. Was den Mitgliedern allerdings wirklich Kopfschmerzen bereitete, war dieses riesige Rudel aus über 20 Pachycephalosauren, mit denen sich wirklich niemand anlegen wollte. Die einzige Chance war Abstand und Azuma hatte die Idee, dass man sich vorerst in der Werkhalle zurückziehen sollte in der Hoffnung, dass die Dinos damit die Witterung verlieren. Kein schlechter Plan, aber er wäre noch besser, wenn man auch Lauren mitgenommen hätte, die sich hier unten verbarrikadieren wollte. Alleine hatte sie bloß keine Chance und so gräbt sie sich schnell durch die Stahlmauer, um zu den anderen zu gelangen, wobei sie zuerst durch das Labor rennt und sich dann anschließend in die Werkhalle kämpft, die Dinos nur knapp an ihren Fersen. Der Rest ist inzwischen in Stellung gegangen und hofft, dass sie hier nicht überrannt werden. Und dann beginnt das Töten. Ein 500 Kilo Dino mit Hunger auf Menschenfleisch auf der einen Seite, ein harmloser Forscher mit Schnellfeuergewehr auf der anderen. Der Kühlschrank geht als erstes drauf und Lauren schafft es in die Sicherheit ihrer Leute, die erbittert hier um ihr Leben kämpfen. Die Forscher sind gut aufgestellt und richten ein Gemetzel an. Als der Kampf abebbt, liegt ein Dutzend sterbender Dinos in der Werkhalle und die Rhinos sind ja auch noch da. Zumindest bis ihre Einzelteile hier landen, wo eine Menge Raptoren sich über die Abwechslung freut.
Die Leute versuchen wieder Ordnung hereinzubringen und Dr. Altmann gab die Order, dass man die industrielle Produktion wieder hochfahren soll, als das ultimative Problem für Suda Bay 2 am Horizont erschien. Zumindest sind alle Leute jetzt noch gesund und können so ihrem Ende nüchtern entgegenschauen, denn über 20 T-Rex haben sich zusammengetan als ein Rudel, um den Menschen den Garaus zu machen. Das Ende von Suda Bay nehmen wir jetzt auch noch mit. Während die Mitglieder in Todesangst zu ihren Rüstungen und Waffen laufen, gibt Beverly über Funk durch, dass ihre Berechnungen einen DPS-Koeffizienten von 7,83 ergeben haben, was außerordentlich wissenschaftlich klingt, aber niemandem etwas sagt. Die Horde bringt dabei angsteinflößende 20 Stundenkilometer auf den Tacho und eine völlig entgeisterte Taserface muss den Rückzugsbefehl geben. Und jetzt schlägt die Stunde der Raptoren. Sie sind zwar noch nicht vollständig ausgebildet und ohne Bionik, aber Suda Bay hat ohne sie keine Chance. Während sich die Kolonisten erneut in der Werkhalle zurückziehen, schützen sie ihr Menschenrudel und stürzen sich auf die T-Rex. Und auch wenn so ein Raptor nur so groß ist wie ein Schäferhund, so macht es die Masse. Die kleinen Biester verbeißen sich, weichen blitzschnell aus und das gibt den Menschen hier die Gelegenheit, eine Gegenstrategie zu entwickeln. Vorsichtig öffnet Glasses die verstärkte Tür, die Dinos schaffen es nur einzeln durch und die Mitglieder von Suda Bay 2 können das Feuer auf den Schädel konzentrieren und das Tier zu Boden schicken. Draußen tobt der Kampf dabei weiter und die Raptoren kämpfen verbissen um das Überleben der Siedlung. Es gibt bereits auf beiden Seiten Verluste, aber die Menschen geben jetzt den Ausschlag. Koordiniert nehmen sie einzelne T-Rex ins Visier und können so den Kampf knapp für sich entscheiden. Die meisten dieser kleinen loyalen Biester leben noch, aber sie sind verwundet und einige sogar von ihnen schwer. Ihre Versorgung und die der Forscher hat jetzt Priorität, aber Dr. Altmann will diese einzigartige Gelegenheit nutzen und lässt auch eine Reihe der T-Rex gefangen nehmen, die teilweise unter Narkose gestellt werden. Unter Zeitdruck wird dabei ein Hochsicherheitstrakt hochgezogen, in dem die Tiere unter Beobachtung gehalten werden sollen. Mehrmals pro Woche machten dabei Altmann und Beverly eine Beurteilung darüber, ob man einen Tyrannosaurus Rex tatsächlich sinnvoll nutzen kann und am Ende, nun ja, die gut platzierten Salven sprechen für sich. Nur ein gesundes Männchen und Weibchen wurde am Leben gelassen, wobei aber noch völlig unklar war, warum dieses ungewöhnliche Rudel überhaupt so aggressiv auf Suda Bay 2 losging. Auf jeden Fall schienen die Raptoren jetzt, trotz zahlreicher Verletzungen, die inzwischen versorgt sind, wesentlich zufriedener, denn sie scheinen nun ihre Aufgabe zu kennen und ihre Privilegien. Und das, liebe Zuschauer, war die Feuertaufe der Raptoren. Eine Bezeichnung oder ein cooler Name für diese Einheit steht noch aus. Aber hey, dafür gibt's die Kommentierfunktion. In der nächsten Folge verpassen Sie nicht, wie Suda Bay 2 seine Raptoren für das Gute einsetzt und welchen großen Plan Dr. Altmann verfolgt, um seine Leute in Sicherheit zu bringen. In diesem Sinne, das war eine weitere Produktion aus dem Hause Rose. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.